Ich mache jetzt schon Minecraft Thumbnails seit ein paar Jahren. Dabei sind mir viele verschiedene Methoden und Software eingefallen, die man dadurch benutzen kann. Ich habe mich weitergebildet und diesen Weg möchte ich euch jetzt zeigen. Was dabei für Mods und für Einstellungen notwendig sind, werde ich also in diesem Video besprechen. Also legen wir los. Nur als kleine Randinfo noch, euer PC sollte, wie man hier gerade im Bild sieht, eine relativ moderne Grafikkarte haben, damit halt so Sachen wie Shader und Mods, die ein bisschen grafikintensiver ist, dann ausführen kann. Genau, der erste Schritt besteht darin ja, diese Mods zu downloaden und die alles in ein Modpack zu packen. Das wären einmal, wären das... Diese Mods, die habe ich über ModTwint runtergeladen. Das ist ein Minecraft Mod Launcher, in dem man ganz einfach, wie man hier sieht, verschiedenste Mods und Co. runterladen kann. Da hat das Modpack erstellt und dadurch können wir uns jetzt hin und her hangeln. Einmal haben wir hier Sodium. Das ist diese Performance Mod, die ich eben gerade schon angesprochen habe, damit Minecraft flüssiger läuft. Dann eine ganz wichtige Mod, Celltops New NPCs Mod. Das ist für die NPCs, die ich euch gleich zeigen werde. Die braucht ihr auf jeden Fall auch. Das ist so die wichtigste Mod in dem ganzen Video. Dann braucht man ihre Iris Shaders. Das ist für die Shader-Mod, damit man Shader einfügen kann. Und natürlich einzelne Shader, die ihr nach Belieben auch aussuchen könnt. Daraufhin könnt ihr in Minecraft gehen und eine neue Welt erstellen. Diese könnt ihr nennen, wie ihr wollt natürlich. Dann in Kreativ, damit ihr alle Ressourcen zur Verfügung habt. Logisch. Und in den World Options könnte man Superflat einstellen, da die Welt so schneller generiert und man viele verschiedene Optionen hat. Und das geht auch schnell. So, dann starten wir mal mit den Mods. Die wichtigste Mod, die ich vorhin schon genannt habe, war nämlich, wenn man auf E drückt, ins Inventar geht. Auf der Patch 2 hier hat man so zwei Pfeile. Diese New NPC Mod, die kann man hier mit dem NPC Wand, ist da das Wichtigste. Hier kann man die zum Beispiel noch so Presets eingeben und alles rotieren und so. Aber dieser Wand, dieser Zauberstab, war das Wichtigste. Mit dem kann man hier nämlich Rechtsklick machen. Und ein NPC erstellen. Man sieht ja, man hat ja schon diesen Regel. Dann kann man hier theoretisch einen Namen eingeben. Und das Wichtigste hier links oben, den Skin einstellen. In meinem Fall habe ich jetzt meinen Skin hier schon importiert, damit halt meine Thumbnails dann gemacht werden könnten. Man kann aber auch andere zum Beispiel runterladen und so. Und man kann dann im Endeffekt auch die Pose ändern. Denn diese Pose ist ganz wichtig. Man kann den Body ändern, wie man hier sieht. Man kann so ein bisschen, halt so ein bisschen animieren, sage ich mal. Zum Beispiel, dass der Körper so ein bisschen nach links schwenkt in dem Fall, kann man zum Beispiel sagen. So ein bisschen vielleicht so tanzmäßig. Ein Cape habe ich jetzt, glaube ich, nicht an. Nee, genau. Und den Kopf könnte man zum Beispiel drehen. Den linken Arm noch so ein bisschen, rechten Arm. Und das war's dann auch. Auf Finalize kann man dann klicken. Und der NPC ist gespawnt. Dieser NPC wird ganz wichtig und sollte auch so beibehalten werden. Der nächst wichtigere Punkt, sage ich mal, dazu ist, die genaue Position zu bestimmen, von wo man das dann auch anwenden möchte. Das heißt, man kann hier hin und zum Beispiel von hier oben fotografieren oder halt von irgendeiner Seite, wo es gerade passt, von der Position, die man eingestellt hat. Genau, als nächster Punkt wäre wichtig, dass man nämlich einen Shader einstellt, damit halt das ganze Thumbnail am Ende schöner aussieht. Diesen Shader kann man wiederum unter Einstellungen, Video Settings, Shader Packs und da kann man die halt einstellen. Die müsst ihr natürlich noch einrichten und halt einfach reinschieben im Endeffekt. Das geht bei der neuen Version ziemlich einfach. Und da kann ich jetzt zum Beispiel den Shader hier aktivieren, den Auroras Shader. Den kann ich jetzt einstellen. Man kann unter anderem mit K auch wechseln. Und damit sieht das Thumbnail dann hoffentlich schon besser aus. Ich liebe den Shader einfach. Dann kann man hier wiederum die FOV auf 30 stellen. Man kann jetzt hier... Zum Beispiel, wenn man diese Position, wenn die einem gefällt, kann man von hier hingehen und sagen F7, denn dadurch wird das Video gerendert. Man sieht hier dann die Auflösung, die man einstellen kann. In dem Fall möchte ich 4, natürlich die höchste. Und den Screenshot, den soll man dann rendern mit Take Screenshot. Der Hintergrund einmal, dann einmal jetzt gleich der Spieler mit einem Greenscreen, damit das dann halt rausgerendert werden kann. Auch so. Und das ist halt diese Screenshot-App, genau. Das ist jetzt schon fertig. Da kommt es natürlich drauf an, wie euer PC dann ist. Aber es sollte doch relativ schnell gehen, in ein paar Sekunden. Denn das Ganze ist, wie gesagt, in dem ModTwint Mod Loader, beziehungsweise in dem Modpack, was ihr gerade erstellt habt, gespeichert. Unter Profiles, bei ModRind in der App, kann man hier hin. Und dann auf Thumbnail. Dann ist eigentlich wie ein Minecraft-Ordner ganz normal aufgebaut, nämlich in Screenshots ist das alles drin. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt der Skin an sich gerendert wird. Das wurde erkannt und der Skin ist rausgerendert. In dem Fall so, man hat hier teilweise noch ein paar Pixel durch die Slimes, aber das sollte im Normalfall dann so aussehen, dass man hier sowas hat. Und der Hintergrund wurde auch separat gerendert, das ist dann das hier, genau. Das ist der Hintergrund einmal und natürlich hier einmal der Skin, den wir gerade gerendert haben. Der nächste finale Schritt ist dann natürlich die Thumbnail-Bearbeitung, der den größten Teil auch einnimmt.
Das mache ich unter anderem in GIMP, das ist eine alternative Version zu Photoshop unter anderem. Das könnt ihr natürlich auch in Photoshop machen. Ein Schritt darauf ist dann natürlich die Thumbnail-Größe einstellen. Das ist Standard bei YouTube 1080p. Genau, 1080p. Dann sieht man hier schon, unten wir öffnen natürlich unseren Ordner, den wir hier haben. Und ich habe jetzt noch ein paar Screenshots gemacht, die sieht man unter anderem hier. Die ziehe ich jetzt hier rein, plus halt einen Screenshot, den wir gerade eben gemacht haben. Ich rücke das gerade zurecht. Dann zieht man den anderen hier rein, oder ich nehme jetzt mal in dem Fall den. Den finde ich ganz schön hier, wie auf dem YouTube-Thumbnail, das wir gerade benutzen. Das ziehen wir alles rein, passen wir dann hier noch an. Von der Größe her dürfte es dann vielleicht so passen. Und dann kommen wir auch schon zu einem Teil, den ich persönlich mache. Den müsst ihr nicht machen. Man kann hier bei Filter hingehen, Shadows, Drop Shadow. Und hier halt die ganzen Sachen einstellen, so diesen Schatten halt im Hintergrund, man sieht schon ein bisschen. Man kann den beispielsweise so einstellen. Was ich euch empfehlen würde, wäre unter anderem auch die Farb-Saturation hier einzustellen, die Farbe praktisch. Die kann man zum Beispiel beim Spieler ein bisschen höher machen. Und bei dem Hintergrund, sieht man hier auch rechts, ein bisschen einstellen, genau. Kann man so ein bisschen runterstellen zum Beispiel. Vielleicht auch ganz grau, wie man lustig ist. Aber so ein bisschen runter, damit sich der Spieler halt ein bisschen abhebt. Genau, das Ganze kann man dann noch mit einem Text verfeinern, wenn man das dann möchte, wie man halt das Thumbnail vorhat zu bauen. In dem Fall habe ich jetzt hier Klick gemacht als Text, einfach mal um das zu demonstrieren. Ich habe dann einfach hier mit diesem Auswahltool oben, bin ich da hingegangen, habe die Sachen hier vergrößert. Man kann dann hier auf Select gehen, auf Grow oder Shrink, wie auch immer. Damit man halt so eine Outline hat, braucht man diesen Grow, diesen größeren Effekt. Und dann eine neue Ebene erstellt und da ist dann dieser Schatten drin, den ich jetzt in dem Fall rot angemalt habe. Und das kann man dann die Ebene noch hinzufügen und hat schon einen Text, der mit einer Outline ist. Und dann kann man das schon rendern und fertig ist das Thumbnail. Zum Rendern geht man einfach auf Export Thumbnail und kann das hier irgendwo anders abspeichern. Genau. Ich hoffe, das war irgendwie auf irgendeine Art und Weise verständlich. Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus, indem ich das mal so ein paar Schritte vorgehe, die ich die letzten Tage erstmal probiert habe zu machen. Und jetzt kürzlich erst herausgefunden habe durch Videos, werde ich vielleicht auch nochmal verlinken. Ich werde das jetzt nach und nach zusammenschneiden und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich werde das alles verlinken in der Beschreibung, wie vorhin schon erwähnt, die ModTwins-Sachen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ich mache Minecraft-Thumbnails nun schon seit einigen Jahren. Dabei sind mir viele verschiedene Methoden und Statistiken